Ich will aber nicht mehr lügen. Das macht mich total krank. Ich will endlich ehrlich sein. Uli, du hast dir deine Familie doch aus gutem Grund verschwiegen. Willst du jetzt riskieren, dass Bastiana sich von dir trennt? Am liebsten würde ich einfach alles hinschmeißen und mir was Neues suchen. Und was? Ja, einen coolen Job, bei dem man richtig Knete machen kann. Und außerdem, ich dachte, du hast Fußball. Wie kommst du denn darauf? Aber du hast doch immer gesagt, du kannst Fußball. Ach was, ich fand Fußball immer schon klasse. Aber ich muss jetzt los, Nick wartet bestimmt schon. Uli? Uli, was ist denn los mit dir? Nichts. Hey, da bist du ja. Uli? Warte doch! Was ist denn nun wieder? Weißt du, was in den Jungen gefahren ist? Mein Gott, Walter, du warst doch auch mal jung und verliebt, oder? Ja, schon. Also. Aber ich bin nicht vor meinem Vater davon gerannt. Wegen dir ist er ja auch nicht weg. Obwohl. Bitte. Sag nur, was du denkst. Nicht so wichtig. Wir sollten lieber zum geschäftlichen Teil übergehen. Also, es geht um Folgendes. Walter. Sag mal, willst du zu einem Mega-Rave? Wie kommst du darauf? Deswegen. Oder willst du einen Großhandel für ISO-Drinks aufmachen? Quatsch, die sind für Nick. Ah, Nick hat angerufen. Sein Trainer hat ihn zu 6 Kilometern Waldlauf verdonnert, weil er zu spät zum Training gekommen ist. Er sagt, es wird später. Mist. Dabei habe ich ihm extra gesagt, dass er sich beeilen soll. Tja, müsst ihr demnächst halt einen Gang schneller küssen. Haha. Oder aber Nick muss so gut werden, dass er sich's leisten kann, zu spät zum Training zu kommen. Keine Sorge, Nick ist auf dem besten Weg dorthin. Und wenn er erstmal bei den Profis Fuß gefasst hat, wird dieser Verein samt dilettantischen Trainer ihn auf Knien darum bitten, dass er bei ihm weiterspielt. Wenn. Und bis dahin sollte Nick froh sein, wenn er bei denen weiterkicken darf. Von wegen. Die können froh sein, dass er für die den Deppen spielt. Waldlauf, so ein Unsinn. Eiweißkonzentrat zur Förderung des Muskelaufbaus. Nick ist doch kein Bodybuilder. Aber er ist Spitzensportler. Also muss er eine Menge Eiweiß und Mineralien zu sich nehmen. Wo hast du das denn her? Aus einer Fachzeitschrift. So was liest man nämlich als verantwortungsbewusste Spielerfrau. Als was? Verantwortungsbewusste Spielerfrau. Oder wer meinst du steckt hinter dem Erfolg unserer Nationalmannschaft? Der Bundestrainer. Quatsch, die Frauen. Die kümmern sich um alles, um die Verträge, die PR und die Gesundheit. Ja, PR. Glaubst du nicht, dass das noch ein bisschen früh ist? Eine gute PR ist genauso wichtig wie gute Leistung auf dem Platz. Deshalb heißt die wichtigste Regel, nicht gegen, sondern mit den Medien zu arbeiten. Also jetzt knallst du total durch. Die ist für Nick. Ja, ja. Schon gut. Du weißt Bescheid. Du gibst den Umschlag auf jeden Fall persönlich ab. Hm? Na, beeil dich. Ja, doch. Mann, der Typ hat ja wohl echt an einer Waffel. Und ich blöde Kuh lauf ihm auch noch nach. Heißt das, du hast Uli nicht eingeholt? Nein, und das ist auch gut so. Ich glaube, die war für Sie bestimmt. Ach, die können Sie behalten. Ich vermute, das war Ulis Freundin. Ausnahmsweise mal richtig vermutet. Na, und jetzt ein bisschen Tempo. Du hast zu arbeiten. Geschafft. Gut, dass du da bist. Wieso? Du hast doch über Nick diesen Artikel in der Schülerzeitung geschrieben. Weißt du schon, wie er angekommen ist? Die Redaktion fand ihn ganz gut. Aber wie er in der Schule ankommt, weiß ich erst, wenn nach den Ferien die Zeitung verkauft wird. Wieso fragst du? Deine Schwester plant, etwas für Nicks Image zu tun. Na ja, ich habe mir gedacht, dass es nicht schaden könnte, wenn wir Nick noch mehr in die Öffentlichkeit bringen würden. Wir? Ja, du musst mir helfen, Mili. Du kennst dich doch mit sowas aus. Artikel schreiben, Interviews rausbringen und PR-Geschichten. Ich?
Aber ich habe gerade mal einen Artikel für eine Schülerzeitung geschrieben. Jeder fängt mal klein an. Als nächstes nehmen wir uns dann die Lokalblätter vor. Und nächste Woche sind dann die überregionalen Zeitungen dran. Und die Woche drauf geht er dann zu Biolek. Hör nicht auf den Schwachkopf. Oder willst du Nick hängen lassen? Er zählt auf dich. Ich hab's. Wieso bringst du keinen Starschnitt von Nick raus? Nick nur in Badehose. Oder noch viel besser, Nick nur in Fußballschuhen. Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun, als hier rumzustänkern? Du wirst lachen? Das hab ich. Also, ich habe mir gedacht, du schreibst einen Artikel über Nick und ich bringe ihn dann mit ein paar Fotos zu den hiesigen Zeitungen. Und wenn ihn keine nimmt? Laden wir dich trotzdem zum Essen ein. Sozusagen als Aufwandsentschädigung. Mir geht's doch nicht ums Honorar. Ich will nur nicht, dass ihr zu große Hoffnung in mein Talent als Journalistin setzt. Zahlen. Lass mal, ich bin. Zwei Espresso. Zwei Espresso, 4 Mark. Grazie. Ah, die Firma dankt. Wenn ich sonst noch was für Sie tun kann? Kannst du. Das Foto hier, das ist mir eben schon aufgefallen, als ich reingekommen bin. Klar, aber den Motiv? Ich meine eher den speziellen Effekt, der durch die Überbelichtung entstanden ist. Ach so. Ja, der ist auch nicht ohne. Also, ich kenne da einen Kunden, der sammelt sowas. Zu Hause habe ich noch ein paar verwackelte Schnappschüsse aus dem Urlaub. Ich glaube nicht, dass er daran interessiert ist, Arno. Ich muss los. Tschüss. Ich denke, man kann Ihnen damit eine viel größere Freude bereiten. Ist das verkäuflich? Ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe mir da noch gar nicht so die großen Gedanken darüber gemacht. Ja, also ich möchte es gerne haben. Ja, schon. Das Problem ist nur, die Künstlerin ist sehr eigen, wenn es um ihre Fotos geht. Ach. Könnte das die Künstlerin umstimmen? Ja, ich denke, die Künstlerin schon. Und was mit dem Model? Reicht das oder gibt es noch mehr Personen, die am Herstellungsprozess beteiligt waren und sehr eigen sind? Nein, nein, danke. Das reicht. Guck mal, und hier hast du meine Karte. Ja. Wenn du noch mehr von den Bildern auf Lager hast, dann ruf mich doch einfach an. Oder sag Ramon Bescheid. Ja, ja? Okay, mach ich. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Hast du nicht selbst gesagt, dass deine Galerie immer bis 8 geöffnet ist? Im Prinzip ja. Und was machst du dann schon hier? Ich erhole mich von dem einzigen Kunden, der es gewagt hat, meine Ruhe zu stören. Schon mal was vom Sommerloch gehört? Allerdings nur im Zusammenhang mit der Tagesschau, wenn es nichts zu berichten gibt. Ja, und was ist der Grund dafür? Die Leute mit Geld, die die Schlagzeilen machen, sind alle in Urlaub gefahren. Und genau das sind meine Kunden. Dann musst du ihnen eben hinterherreisen. Oder dein Preisniveau senken. Ich verkaufe Kunst und keinen Kitsch, den sich Hinz und Kunz übers Sofa hängt. Na, ist ja schon gut. Ich wollte dir nur verhindern, dass du in deiner Galerie vor Langeweile umkommst. Wenn du schon wieder Zeit hast, dich um mich zu kümmern, hast du also dein Problem mit Barbara gelöst? Barbara? Wer ist denn das? Nein, aber mal im Ernst. Barbara ist zurzeit nicht halb so amüsant wie Uli. Uli? Ja, du solltest ihn mal sehen, wie rot er wird, wenn Bastiane ihn beim Lügen erwischt. Einfach himmlisch. Und deshalb lügte sie an? Weil es ihm peinlich ist, dass Walter sein Vater ist. Puh, das wäre mir allerdings auch sehr peinlich. Ja, aber Uli ist einfach großartig. Er lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Irgendwie gelingt es ihm immer wieder, im letzten Augenblick seine armselige Herkunft zu verleugnen. Ja, wenigstens einer, der nach mir kommt in der Familie. Wirklich? Ja, super, Herr Fischer. Ja, bis morgen beim Training. Tschüss. Rate mal, wer das war. Keine Ahnung. Siegfried Fischer. Wer soll das denn sein? Der Top-Fotograf, der auch für Mamas Agentur arbeitet. Du meinst der, dessen Bilder neulich in London ausgestellt wurden? Und was wollte der von dir? Nichts. Ich wollte was von ihm. Ich möchte nämlich, dass er Nick ins rechte Licht setzt. Du meinst, du hast ihn überredet, dass er die Fotos zu meinem Artikel schießt? Und zwar morgen schon. Gut. Aber der verlangt doch bestimmt mehr als nur eine Einladung zum Abendessen. Das ist ja das Gute an der Sache. Für die Tochter der Chefin macht er das umsonst. Tja, wenn das so ist, werde ich mich wohl ganz schön ins Zeug legen müssen, damit mein Artikel neben den Top-Fotos nicht wie eine störende Unterbrechung wirkt.
Ist was? Das wollte ich dich gerade fragen. Ist Papa schon da? Ja, wenigstens etwas. Hast du wieder was verbockt? Und diesmal habe ich voll in die Scheiße gepackt. Na dann schieß mal los. Papa war auf Friedenau und hat mit Bastiane gesprochen. Und? Ja, und? Verstehst du denn nicht? Er hat ihr bestimmt alles gesagt. Wer ich bin, was ich bin und was er ist. Ja, früher oder später hätte sie es doch eh erfahren. Ja, aber von mir. Ich wollte es ihr doch sagen. Ja, und wann? Nachdem sie mitkriegt, dass Daddy in der Werbeagentur nicht die millionenschweren Werbeetats verantwortet, sondern bloß die Post austrägt? Ich weiß ja selbst, dass es blöd war. Aber es ist nun mal passiert. Und außerdem, was sollte ich denn machen? Mit sowas als Vater kann man nun wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Ja, aber mit dir als Bruder oder was? Vielleicht sollte ich dich beim nächsten Interview auch einfach verleugnen. Verdient hätte ich's ja. Und auch, dass Bastiane mit mir Schluss macht. Aber ich liebe sie doch. Das wird schon wieder. Wenn sie dich auch so lieb hat, dann wird sie dir deine kleinen Notlügen schon verzeihen. Machst du mir bitte eine Cola? Mit oder ohne? Mit Eis ohne Zitrone. Ich meine, ob ich beim Einschenken vielleicht einen Mundschutz tragen soll. Oder Handschuhe. Du weißt schon, wegen der Ansteckungsgefahr. Oh Mann, warum bist du denn so nachtragend? Denk mal drüber nach. Eine Cola für die Dame. Was hast du mit dem gemacht? Nichts. Also, was wolltest du mit mir besprechen? Ich bräuchte ein paar Fotos von dir. Eigentlich jede Menge. Jetzt geht bis morgen. Wozu? Ich habe das Foto vertickt, das du von mir gemacht hast. Du hast es verkauft? Ja, ich weiß, du hast es mir geschenkt und ich hätte dich vorher fragen sollen. Aber das Ganze ging ziemlich schnell über die Bühne. Das Beste kommt aber noch. Sie will noch mehr Fotos haben. Erika Sander. Und wenn sie doch nicht will, habe ich noch einen anderen Absatzmarkt aufgetan. Und sauer, weil ich das Bild vertickt habe. Nö, aber du hattest da was von meinem Anteil gesagt. Ja, 50%. So okay, oder? Klar, für das Bild schon. Aber in Zukunft sollten wir 70-30 abrechnen. Moment mal. Ich habe doch die ganze Arbeit gemacht. Du kannst mich doch nicht mit lächerlichen 30% abspeisen. Tja, wenn du nicht willst, dann kannst du dir eine eigene Kamera zulegen und deine Fotos dann verkaufen. Nö, ist okay. 70-30. Aber nur, weil ich diese gern habe. Hör dir das an. Weglaufen ist oftmals ein Zeichen, dass der Partner sie mit seinen Problemen nicht belasten möchte. Blödsinn. Uli ist abgehauen, weil er Schiss hatte, dir zu sagen, dass er eine andere hat. Uli hat keine andere. Und warum verarsche ich dann nach Strich und Faden? Also wenn du mich fragst, ist der Typ den ganzen Aufwand gar nicht wert. Es fragt dich aber niemand. Ach, auf einmal! Na, wer kommt denn alle Nase lang angerannt und will wissen, was er machen soll? Ich. Aber nur, weil ich bisher nicht wusste, was du vorhast. Ach, und was habe ich deiner Meinung nach vor? Du willst Uli und mich auseinanderbringen, weil du selber scharf auf ihn bist. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? So einen Typen wie Uli würde ich geschenkt nicht nehmen. Ach, dann gibst du also endlich zu, dass du Uli von Anfang an nicht ausstehen konntest. Ich habe nur gesagt, was Sache ist. Aber du bist ja sowas von blind. Du würdest es nicht mal raffen, wenn er vor deinen Augen mit einer anderen rummacht. Du bist ja nur neidisch, weil du keinen abkriegst. Also bevor ich so einen Typen wie Uli nehme, ja, dann gehe ich doch lieber ins Kloster. Ja, dann hau doch ab. Weißt du was, du kannst dich machen. Ja, du mich auch. So, ganz ruhig, läuft. Bisschen Tempo hier, hopp. So, und jetzt Seite. Der da mit den schulterlangen schwarzen Haaren, das ist Nick. Nicht schlecht. Typ Gaudino. Zurück das Ganze. Aus dem könnte man was machen. Nein, hörst du. Hat er schon mal als Model gearbeitet? Nicht, dass ich wüsste. Aber er soll ja auch keine Klamotten vorführen, sondern Tore schießen. War ja auch nur so ein Gedanke. Tempo hier, hopp. Kann er nicht mal stillhalten? Also so wird es nichts. Moment mal. Nick! Was gibt's denn? Das ist Herr Fischer.
Der Fotograf, von dem ich dir erzählt habe. Ach, Nick Prozeski. Hallo. Herr Fischer würde jetzt gerne ein paar Fotos von dir machen. Dafür müsstest du allerdings ein paar Minuten opfern. Ach, Steffi, muss das ausgerechnet jetzt sein? Also gut, einverstanden. Was soll ich machen? Am besten, du kommst jetzt ganz langsam auf mich zu. Nicht zu verkrampft, ganz locker. Lächeln. Natürlich, ja. Ja. Was zum Teufel ist denn hier los? Nick hat gerade ein Fotoshooting. Sonst geht's dir noch gut, oder was? Zurück auf den Platz. Aber... Kein Aber. Wenn hier geshootet wird, dann aufs Tor. Ich glaub zu grinsen. Und damit das klar ist, noch so eine Unterbrechung und ich lass sie vom Platz werfen. Und jetzt? Warten wir eben bis zur Pause. Warten. Ich spendiere Ihnen auch einen Kaffee. Clarissa? Mist. Ach Mann, auch noch Düsseldorf. Hallo? Ich hätte gerne eine Nummer in Köln. Prozeski. Prozeski. Nein, den Vornamen weiß ich nicht. Ja, ich warte. Ich habe ja nicht viel Ahnung von Fußball, aber hätte der nicht drin sein müssen? Und wenn Sie jetzt schon mal ein paar Fotos machen? Also erstens bin ich kein Sportfotograf, sondern Künstler. Zweitens läuft auf diese Distanz ohne Teleobjektiv gar nichts. Naja, Sie müssen es ja wissen. Nick, du schaffst es! Ja, und jetzt! Tor! Also, es geht doch. Hast du gesehen, Dennis? So macht man das. Eiskalt verwandelt. Mach dir nichts draus. Einer ist immer der Loser. Fragt sich bloß wer. Mhm. Das sind natürlich noch kleinere Abzüge. In 13x18 wirken die Bilder wesentlich besser. Also, falls Sie kein Interesse haben, ich habe da noch jemand anders in der Hand. Natürlich. Nee, echt. Die Bilder sind wirklich sehr gefragt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es für das ein oder andere Teil Liebhaber gibt. Aber? Es ist nun mal Urlaubszeit und da stagniert die Nachfrage auf dem Kunstmarkt. Das heißt? Ich kann dir die Bilder leider nicht abkaufen. Was ich dir anbieten kann, ist, sie in Kommission zu nehmen und hier auszustellen. Du kannst es natürlich auch auf eigene Faust versuchen, aber ohne Ausstellungsräume sehe ich da schwarz. Okay, ja, einverstanden. Wann kannst du mir die Bilder in Originalgröße liefern? Passt es Ihnen morgen? Ausgezeichnet. Okay, gut. Dann also, ach nee, wie sieht's eigentlich mit Ihrer Provision aus? Auch darüber reden wir morgen. Oder zweifelst du daran, dass wir uns einig werden? Nein, eigentlich nicht. Also dann, bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss. Sieht so aus, als hätte ich gerade mein Sommerloch gestopft. Also Jungs, ich will, dass unser Verein diese Saison den Pokal holt. Ist das okay für euch? Ja. Ich frage, ob das für euch okay ist. Ja. Na also, es geht doch. Und damit dieser Traum wahr wird, brauche ich eure Hilfe. Wie ihr alle wisst, sind es nur noch wenige Tage bis zum ersten Pokalspiel. Und weil bis dahin unsere Verletztenliste nicht kürzer wird, brauchen wir einen neuen Mittelstürmer, der uns in Richtung Finale schießt. Dennis? Solide Leistung heute. Danke, Boss. Allerdings hapert's im Abschluss. Das war nur Pech. Pech können wir uns nicht leisten. Passiert nicht wieder. Nick?
Trotz gewisser Eigenwilligkeiten hast du das Zeug zu einem erstklassigen Fußballer. Und ich bin mir sicher, dass du uns das in Kürze beweisen kannst. So, Jungs, ab unter die Dusche. Nick? Also von mir aus kann der jetzt fotografieren. Ein bisschen PR kann ja nicht schaden, ne? Danke, Trainer. Liebe Bastiane, gestern war ich ziemlich bescheuert. Ja. Ach, Mist. Liebe Bastiane. Jetzt hab ich die Faxen aber dicke. Sag mal, kannst du nicht anklopfen? Anklopfen? Ich? In meinen eigenen vier Wänden? Jetzt versuche bitte nicht komisch zu werden, ja? Das hätte ich mir mal bei meinem Vater erlauben sollen. Ist bei euch alles in Ordnung? Ja, ja, Mutter, ja. Entschuldige bitte. Entschuldige. Sag mal, hast du eine Meise? Du kannst immer noch nicht einfach die Tür vor der Nase zuknallen. Du hast gesehen, dass ich das kann und jetzt zu dir. Wieso bist du auf Friedenau wie von der Tarantel gestochen weggerannt? Das ist meine Sache. Ist es wegen diesem Mädchen? Antworte gefälligst. Ich hab dir doch gesagt, dass dich das nichts angeht. Kannst du dir vorstellen, wie peinlich das für mich war? Ich unterhalte mich die ganze Zeit mit deiner Freundin und habe nicht die geringste Ahnung. Na, jetzt weißt du ja Bescheid. Bastiane auch. Von wegen, die schien mir noch ahnungsloser als ich zu sein. Dann habt ihr nicht über mich gesprochen? Ja, wie denn, wenn man seinen Gegenüber nicht kennt? Wir hättest uns ja wenigstens mal miteinander bekannt machen können. Findest du auch noch lustig, oder was? Nein. Ja, komm, lüg mich nicht an, ich bin doch nicht blind. Und jetzt zum Teufel erzähl mir, was mit dir los ist. Gibt's was zu feiern? Das musst du Jackie fragen. Nein, danke, hat sich erledigt. Also, auf meine Bilder, die uns das hier beschert haben. Hi, du weißt schon von meinem Deal mit Charlie Schneider? Was hast du denn mit Clarissas Busenfreundin zu tun? Sie verkauft Jackies Fotos in ihrer Galerie. Also das wage ich allerdings zu bezweifeln. Wie bitte? Ich habe meine Bilder nämlich schon verkauft. Und zwar ohne Galerie. Und ohne einen Agenten, der mir 30% abknöpfen will. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich dir das abkaufe. Aber es ist die Wahrheit. Bastian und ich haben uns gestritten und deshalb bin ich abgehauen. Und warum hast du sie nicht schon früher mal mitgebracht? Du hast uns ja nie eingeladen. Ja, du hättest sie einfach so mit hierher bringen können. Hierher. Ah ja. Daher weht also der Wind. Wir sind nicht fein genug für das Fräulein. Vielleicht schämst du dich ja auch für mich und bist deswegen weggerannt. Lass mich doch in Ruhe.